Heute nur ganz kurz zu Strahlrohrabständen zu elektrischen Anlagen. Hierbei unterscheiden wir elektrische Anlagen bis 1000 Volt und ab 1000 Volt. Und weiter unterscheiden wir nach Vollstrahl und Sprühstrahl. Bei Anlagen bis 1000 Volt haben wir mit dem Sprühstrahl einen Mindestabstand von 1 Meter. Bei Vollstrahl vervielfacht sich der Sicherheitsabstand auf ganze 5 Meter. Bei elektrischen Anlagen ab 1000 Volt haben wir mit dem Sprühstrahl schon einen Mindestabstand von 5 Metern. Dieser verdoppelt sich beim Vollstrahl auf 10 Meter. Allerdings handelt es sich bei diesen Werten um Mindestabstände. Geht auf Nummer sicher und haltet euch mit eurem Strahlrohr von elektrischen Anlagen fern.